Der pensionierte preußische Hauptmann Saaldorf sitzt mit seiner Nichte Therese und seiner Ziehtochter Wjelka, deren verstorbene Mutter Saaldorf einst gerettet hatte, in seinem Landhaus zusammen. Saaldorfs Pflegesohn Konrad, ein talentierter Flötist, der Wjelka liebt, ist soeben aufgebrochen, um in Berlin eine Lehre als Kaufmann anzutreten. Wjelka und Saaldorf debattieren darüber, ob Konrad als Kaufmann glücklich werden kann oder nicht doch besser seiner musikalischen Leidenschaft nachgehen sollte. Unterdessen liest Therese einen Brief ihres Geliebten Leopold, ein Neffe Saaldorfs, der seinen Besuch vom Schlachtfeld kommend bei ihr ankündigt. Wjelka, die die hellseherischen Fähigkeiten ihrer Mutter geerbt hat, sieht einen wichtigen Besuch voraus. Geh getrost mit Gottes Segen, sei fromm und mutig, schlicht und treu, sei fromm und mutig, schlicht und treu, sei schlicht und treu. Nie fürchte auf des Lebens wegen vor Unrecht. Einzig, vor Unrecht einzig trage Scheu, vor Unrecht einzig trage Scheu. So sehr getrost, mit dem Mut mit Gottes Segen, mit Gottes Segen zieh. Während Saaldorf und Wjelka über die Gabe des Hellsehens sprechen, kommt zum Erstaunen aller Konrad wieder zurück. Er berichtet, dass er aufgrund auftretender feindlicher Truppen nur bis zur Brücke gekommen sei und dann mit einem Fremden ins Landhaus zurückkehren musste. Dieser Fremde verlangt, so berichtet Konrad, mit Saaldorf zu sprechen. Thank you.
mein Herz bewegt, ach so bewegt. Oh. Gedenke stets in Lieb und Tod. Jetzt auf und scheine, ich dräng die Zeit, schon steigt die Sonne, dein Weg ist weit. Jetzt auf und scheine, ich dräng die Zeit, schon steigt die Sonne, dein Weg ist weit. Doch höre den vorsichtssorglichen Rat. Doch höre den vorsichtssorglichen Rat. Vermeide die Straße, den einsamen Pfad. Vermeide die Straße, den einsamen Pfad. Es streifen Feinde links von der Flur, es streifen Feinde links von der Flur, Kroaten dort und dann Türen hier, Kroaten dort und dann. Schallt es dahin. Dort ist gelagert das preußische Heer. Dort weilt der König mit blutiger Schar. Dort weilt der König mit blutiger Schar. Herr Gott, beschütze ihn. Gesehen. Es ist, als ob sich die Dinge entschleiern. Dann überkommt es mich. Das ist die Gabe der Mutter. Sterben blickt sie aufs Haupt mir die Hand. Mit meinem Tochter, bitte.
Ich leid,
Stall entlang und hält ihn auf zu Himmelsräumen. Er tinte meines Liedes Klang. Er tinte meines Liedes Klang. Meines Liedes Klang, ja, meines Liedes Klang. Zum Himmel hinab, und meines Liedes Klang. Da tönt es von Ferne, hopp, 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 hopp. Und Reiter, wo grausen, seh ich in Galopp. Durch Blachens Hause streichen, durch Blachens Hause streichen. Mit Schrecken fühlt mich nie Gefahr. Doch wusste ich der Feindes Schar. Vorsichtig auszuweichen. Nicht auf der Brücke. Fand ich mich, du birgst dich drunten, dachte ich. Ja, drunten, ja, drunten, die Reiter traben, traben, lass sie traben, lass sie traben, lass sie traben, traben, traben. Doch drunten saß ein Offizier, mit einem Winkspiel in dem Arm. Zu schweigen, bitte strenge mir, den Klingstock aufgehoben, das Winkspiel ganz zu zweit. Und über uns ging's hopp, hopp, hopp. Der Reiter sausen der Galopp. Ich saß mit Angst, und beben, horchend, lauschend. Doch er sprach ruhig, sind sie fort? Ja, Herr, sie sind fort. Du sollst nach einem sicheren Ort mit mir dich hinbegeben, mit mir dich hinbegeben. Er war überhaupt ein eigener Mann, sehr gut, aber doch so gewissermaßen. Er bot mir eine Prise an, doch allen Respekt, ich nahm sie nicht. Er so mich an, schön liegt ich wieder, sei wie du heißt, ihr liebten dich wieder. Wie ist dein Name? Konrad, ja, Konrad zu Wienen. Du wohnst, sprach er mit strengen Mienen. Die Antwort: beim Hauptmann Saaldorf dort hinaus, beim Hauptmann Saaldorf dort hinaus. So führe gleich mich in sein Haus, Wie, Herr, in sein Haus. Ja, ja, in sein Haus. So wandert ihn an seiner Seite das Tal entlang, so weit zurück. Was tut ihn auch, denn in der Weite liegt doch daheim das schönste Glück. Nur vorwärts ein, denn die Gedanken und rief es heute auf mein Fuß. Ja, winkte mir der liebe Glück. Drum tönt es jedes Klang, zum Himmel hinab, eines jedes Klang, zum Himmel hinauf. Ja, hier daheim, wie kann
Saaldorf bricht auf, um mit dem Fremden, den Konrad in einem Zimmer des Landhauses untergebracht hat, zu sprechen. Von Unruhe getrieben bricht auch Therese auf, um nach Leopold Ausschau zu halten. Nachdem sie nun allein sind, gesteht Konrad seiner Wjelka, dass er weder mit dem Krieg und dem Soldatendasein noch mit dem Kaufmannsstand etwas anfangen kann. Beide versichern sich, dass sie nur miteinander sein wollen. Des Mieges auf. Dort an deiner Seite mich ein Gott, der Gott, der Traum. Aber auch in der Welt, der auch das Leben ist auf. Dort, dort an deiner Seite mich ein Gott, der Gott, der Traum. Welch ein süßes Leben, welch ein süßes Leben von der Welt. In der Ordnung von ihm, in der Ordnung von meine Hand nicht schauen, so kann ich deiner Gunst nicht trauen. Thank you.
Saldorf und Therese kehren zu Konrad und Wielka zurück. Während Saldorf nach der Unterhaltung mit dem Fremden einen Plan zu schmieden scheint, berichtet Therese aufgelöst von kriegerischen Truppen, die sie in der Nähe des Landhauses gesehen hat. Oh Gott, ich kann nicht daran zweifeln. Fluch, Fluch diesem Haus und diesem Haupt, wenn wir hier. Nein, nein, das Entsetzliche verhängst du nicht. Ich weih euch schnell in mein Geheimnis ein. Zu großer Tat beruft du Gottes Wille. Der Gast, den Konrad heimlich hergeführt, der König ist. Fällt unser Herr und Haupt in Feindes Hand, so ist's geschehen um unser Vaterland. Und sollt es um den Preis des Lebens sein, lasst freudig es uns seine Rettung ein. Und sollt es um den Preis des Lebens sein, kühn wollen wir es einer Rettung ein. Kühn, kühn, kühn. Du, der du wohnst in jenen Höhen, nimm, nimm mein Haupt, ich biet es dar. Doch höre Gott mein heißes Flehen. Errette ihn, errette ihn, errette ihn aus der Gefahr, errette ihn aus der Gefahr, aus der Gefahr. Du, der du wohnst, und sie verrät mich voll und gar. Ach, ach, ach. Oh,
Nachdem Saaldorf den beiden jungen Frauen anvertraut hat, dass es sich bei dem Fremden im Nebenzimmer um den König handelt, nötigt er Konrad, sich auch in dieses Zimmer zu begeben. Jetzt lasset nicht länger in Sorge und sein. Während der Bote starr ist, gehören sie uns an. Sie kennen unsere Lieder, sie scheuen den Zauberer. Begrüße sie als Gäste an deines Hauses Wert. Es wird in dir entstanden, und das Haus der Frage Frieden bricht, denn trifft es wahre streng.
Gericht. Nachfolget seine Felsen nach, in jungen Elend, Krankheit, Schmach. Doch wo die Gast sich die verhält, da ist die Freude mit eingekehrt. Da klingen die Schöne, da fliegen die Sohn, da schmücken die Lächer, blümiger Kron. Es summt und schwimmt und singt und klingt und na na na, na 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 na. Das Lied und den Wein und summt und trinkt und na na na, na 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 na. Petra, meine Schwester, die Frau, wo reicht ihr die Zauber? Mit wem sind euch wunderbar? Na na, 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 na na.
Wielka hat die ins Landhaus eingefallenen ungarischen Truppen und deren Anführer Tronk mit Musik, Tanz und Wein friedlich gestimmt. Im Gespräch stellen Saaldorf und Tronk fest, dass Tronk Leopold kennt. Kurz bevor ein gegen ihn verhängtes Todesurteil, Leopold hatte trotz ausdrücklichem Verbot nachts im Lager Licht angezündet, vollzogen werden konnte, überfielen die ungarischen Truppen die preußischen und konnten ein halbes Dutzend Gefangene nehmen, darunter auch Leopold. Da Tronk nicht entgangen ist, dass der König fliehen konnte und sich wohl in der Nähe aufhalten muss, lockt er Saaldorf mit einem Gegengeschäft. Tronk lässt Leopold frei, wenn Saaldorf ihm hilft, den König zu finden. Mit der Bitte, einen Freipass für Konrad für seine Reise nach Berlin auszustellen, willigt Saaldorf zum Entsetzen Wielkas und Thereses in den Handel ein. Dank euch. In einer Viertelstunde haben sie den König in ihre Gewalt. Wielka, nimm dieses Blatt und bring es deinem Bräutigam. Er soll aber auf der Stelle fort. Kein Abschied. Sonst gelangt er vielleicht nie in seinem Leben wieder nach Berlin. Kommt, trinkt doch eins, das euch behagen. Frischt die Becher vollgeschenkt. Vollgeschenkt, vollgeschenkt, vollgeschenkt. Dann muss ich mir das Glas befragen von solchen Menschen eingeschenkt. Frisch vergeht, frisch vergeht, eingeschenkt. Du musst die Milch auf Kredenzen. Was wird er das Bild? Nicht bin ich schwarze Augen glänzen. Auf euer Wohl, auf euer Wohl, sei's gelehrt. Ist gerettet, ist gestorben. Ist gerettet, ist ist schon mein. Was soll das sein? Verborgen ist der König hier. Der Teufel, meiner Teufel. Was ist denn so? Wir nahmen ihren auf ins Haus. Ich gab meinen Sohn in Haus. Ich handelte nach meiner Pflicht, denn was geschieht, da wusste ich nicht.
jetzt aber spricht es Vater, der zweiten Rache mich rache und sperrte. Recht so. Kind, komme hin, ruf ihn, als ob es Konrad wär, dann öffnet er gewiss die Tür, am sichersten vertraut er dir. Und mein Befehl
Wachwort! Geschwinden! Und oben! Nun, was gibt's? Durch unsere Poste schleichen wollt ein verdächtiger Mann. Zwar zeigt er deinen Namen, doch hielten wir ihn an. Heißt es, wir vorgehalten? Doch man gehört euch nicht. Soldat nach seinen Minen. Nein, nein, er ist nicht gekommen. Ja, Flötenbläser, sagt er, Konrad sei er genannt. Flötenbläser, Konrad, das ist ja noch Konrad. Aber die Flöte, wir nahmen ihm die Flöte und diese Noten fort. So haben die Beweiset, haltet euch fort. So tötet ich noch lässt ja das so, lasst ihn fort, sonst soll euch gleich. Flötenkonzert. Ich glaube, ich bin behext. Wahrhaftig. Er bläst es besser als ich. Blasen kann. So was der Teufel können. Hört ihr da unten? Lasst ihn auf der Stelle frei! Gehorsamst bitt ich, weil ihr schwört. Trank,
wird von Ehefurcht sie begleiten, da ist uns Sitte ehrversteht. Erst defiliert alle vor seiner Majestät vorbei und salutiert, damit sie ihn kennen, wenn er flüchten wollte. Du rettest ihn, du kriegst die Blüte, die ohne Not, trau meine Mut. Ihre Hand. Achtung, richtet euch! Vorwärts, Marsch! Im Militärlager des preußischen Heeres geht es hoch her. Soldaten aller Waffengattungen feiern gemeinsam mit Marketenderinnen. Ein Grenadier-Unteroffizier ruft zur Ordnung auf. Thank you.
Ein Zietenscher und ein schwarzer Husar brüsten sich damit, dass sie die wahren Soldaten und die eigentlichen Bezwinger feindlicher Truppen sind. Der Grenadier-Unteroffizier ruft wieder zur Ordnung auf und befiehlt den Soldaten, sich auszurichten. Dem Feind das Zahn mit Herzgemein und Magen. Andure und Kroaten, sie sind sich schlecht beraten. Sie müssen retirieren, so bald wir avancieren, avancieren, avancieren. Was sind die Kerle aufgeblasen? Ihr Spitze wollt die tolle Spitze mitten und stranguliert mit dem breiten Nitzen. Ja, freilich sind sie heute selber blicken, so zitten in dem Rauch mit Felg und Schinken. Ihr Spitze mit der Spitze schlaubt sie, ihr stranguliert mit dem Rauch. Streit entschieden. Ihr seid die Hand,
ihr seid der große Zeh. Ihr seid der Kron und Orden der Armee. Ihr seid sicher unter den Kanonen, der Feind bewirkt unseren groben Boden. Auf die Mäuse vor der Katz, die Mäuse vor der Katz. Bom, dann ziehen sie aus, dann ziehen sie aus. Bom, dann ziehen sie aus, dann ziehen sie aus. Ritt, kratz, ritt, die Mäuse vor der Katz. So ziehen sie aus, 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 so ziehen sie aus. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, das versteht ihr wohl, ja, du machst ja, ja, recht weit vom Feinde lässt sich lachen. Ihr wettert mit dem Blatt ins Himmel rein. Wir bringen mit dem Ball mit dem Ball. Ihr lassen sie noch unter Blüten tanzen. Da nicht den Hall, noch Mauer, noch Schanzen. Man gelgen, man so feste Tanzen. Da werden die Tanzen. Mit Speisern übeln sich das. Feste Tanzen, mein Held. Treffe doch jetzt an den Mantel. Wo ist der Sonne, das muss ich lachen. Treffe so, wenn ihr den Kopf, der Arsch, der Sohn, der Arsch. Ein Husar unterbricht das Singen der Soldaten und ruft zum Tanz auf. Den Waffenruhm, den Frieden, größte, größte Ehre, der Reich der Waffentat, den sanften Lohn. Seid ihr des Königs Schutz und tapfe, tapfe wir, wir schmücken ihn mit Gaben reich den Thron. Ihr führt den Krieg, um Frieden zu erwerben, ihr bringt allein der Welt das Glück. Seid ihr bereit, fürs Vaterland zu sterben? Auch ihr zu lieben, das ist wunderbar. Seid ihr bereit, fürs Vaterland zu sterben? Auch ihr zu lieben, ist wunderbar. Das ist wunderbar. Das ist unser Teil. Ein Soldat unterbricht den Tanz und berichtet den Feiernden, dass der König, laut Bericht einer Marketenderin, von ungarischen Truppen gefangen genommen worden sei. Ein anderer Soldat weiß noch zu berichten, dass der König wohl von Saaldorf verraten wurde. Gefangen, gefangen, gefangen,
Thank you.
eurer Pflicht. Und legt die frevle Hand an eines greisen Krieges Haupt. Wehr, wehr, wehr! Nicht dessen Herz wieder und rein, mich gönnt ihr solcher Frevelszahn. Ehrt dieses Kreuz, ehrt dieses Land, ehrt dieses alters graue Haupt. Umschnellt, ich bin mir stolz bewusst, ein Preußenherz in meiner Brust. Fern ist von jeder falschen Tat, liebt der Preuße Verrat. Der Preuße Verrat, und singt, ruft einst der Tod ihn ab mit Ruhe in sein stilles Grab. Singt mit Ruhe in sein stilles Grab. Mit Ruhe. Thank you.
Prinzessin Victoria. Der König ist gerettet, Brüder, er ist hier, er reitet durch Lager, hört ihr, hört ihr. Der alte Saldorf rettete ihn. Saldorf, was hatten wir? Gott, 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 Gott dir danken, meine Zähne. In den König, die wir alle so verehren, zu erretten vom Verderben. Diese Wonne, diese Wonne gönnst du mir jetzt mit Freude. Jetzt mit Freuden will ich sterben. Nun, Herr, nimm mich zu dir auf. Mich beleidigt, doch mich zu versöhnen steht in eurer Hand. Hört in die Klänge, sie rufen zur Schlacht.
das Lager ist umringt, ihr Kampfgenossen von dreifach stärkerer Zahl. Jetzt, Freunde, auf den Mut schwört, ihr kämpft treu für König und für Vaterland. Wir sind dem Tod gefeit. Wir kämpfen Hand in Hand in Hand. So bindet uns der Eid. Der Eid, der Eid. Thank you.
Saaldorf und Wjelka finden sich im Schloss zu Potsdam im Vorsaal zum Audienzzimmer ein. Ein Brief des Königs hat beide dorthin bestellt. Saaldorf eröffnet Wjelka, dass er von einer Verurteilung Leopolds gehört habe, während Wjelka noch an eine gute Wendung glaubt. Der plötzlich eintretende Tronk, gekleidet in Heiduckenlivree, erkennt Saaldorf wieder. Und auch dieser erkennt in Tronk denjenigen, mit dem er den Handel um Konrad eingegangen ist. Tronk erzählt Saaldorf und Wjelka, dass der König ihn nun in Dienst genommen hat, nachdem er Tronk unter den Kriegsgefangenen als den entdeckt hat, dem er indirekt seine Rettung verdankt. So händigte der König dem erstaunten Tronk den Freipass aus, den er in seiner Verkleidung als Konrad für die damalige Flucht nutzen konnte. Nach Konrads Schicksal gefragt, kann Tronk nur sagen, dass Konrad bei dem Überfall des preußischen Heeres auf die ungarische Truppe, bei dem er ja selber gefangen genommen wurde, fliehen konnte. Saaldorfs Bitte, nun zum König vorgelassen zu werden, gibt Tronk allerdings nicht statt und zieht sich stattdessen wieder zurück. Darauf macht sich Saaldorf auf, selber beim König um Leopolds Begnadigung zu bitten. Kaum ist Wjelka alleine, tritt Konrad zu ihr. Die erste Wiedersehensfreude wird gebremst, indem Konrad Wjelka als Verräterin bezeichnet. Er erzählt Wjelka, dass er, nachdem die ungarischen Truppen bemerkten, dass er nicht der König sei, gehängt werden sollte. Nur der Überfall der Preußen auf das ungarische Lager konnte dies verhindern und so Konrads Flucht begünstigen. Von österreichischen Truppen aufgegriffen, konnte er einer Verpflichtung als kaiserlicher Pfeifer nur entgehen, indem er so falsch spielte, dass das Regiment floh. In Berlin ankommend musste Konrad dann feststellen, dass seine Lehrstelle mittlerweile vergeben war. So machte er sich auf den Weg nach Potsdam, um beim König vorzusprechen. Gerade als Konrad seinen Bericht an Wjelka beendet hat, ertönt aus dem Kabinett Flötenspiel. Wjelka und Konrad erkennen darin Konrads eigenes Flötenkonzert.
Wieka fragt Konrad, ob dieser seine Flöte bei sich habe. Jetzt mal in Tag.
dicendo, stringendo. Dies Gesicht, wie sehe ich recht? Das spart doch mich nicht. Ihr seid, ich bin. Ihr seht im Kampf geblieben nicht. Aber wie wird es mir ergehen? Sind nicht zu dir geschehen? Was
ist nicht erlaubt. Erwischt hat all, es schält. Nochmal, ich muss hinein. Ja, ich werde nicht so recht sein. Er ist der Ziel, was wir geschehen. Jetzt wird's ihm schlecht, er ging hat an, er hat an, ja, es hört mich um, und zornig all sofort befohlen, und zornig all sofort befohlen, ihn in das Kabinett, in das Kabinett zu holen. In das Kabinett, in das Kabinett, in das Kabinett, in das Kabinett. Er ist befohlen, man sitzt hinein. Jetzt wird's entblasen, sich die Gedeihen. Schlecht, 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 schlecht. Sie gehen hinein, sie gehen hinein. Es ist befohlen, sich hinein, sich hinein. Entblasen wird sich schlecht gedeihen. Er ist befohlen, man sitzt hinein. Entblasen wird sich schlecht gedeihen. Thank you.
mir alles gleich erwehrt. Wie sein Los gelebt, mein Herz erspielt, mein Herz erspielt, mir gleich begehrt, begehrt. Doch jetzt, wer weiß, Kapelle mir fällt ich wohl eine Stimme und schießt wohl Hammer weg mit Gott. Ich
überall verspricht, was man so überall verspricht. Ich sterbe, rät es nur in dir. Also kannst du keinem anderen gehen, so etwas kann in dir geschehen. Ich werde verraten an jeden Kroaten. Ich werde gefangen, ich werde gehangen, bald für dich, bald Pfeife, bald Überläufer, und jetzt weg den Lohn, ein anderer davon, ein Sohn, als keinem anderen Ding. So etwas kann nur mir geschehen, dahin denn ihre Blick und Gott, dahin denn ihre Blick und Gott, ich schreibe, was ihr wollt, ich schreibe, was ihr wollt. Es wird der König kommen.
Thank you.
Schaut auf den Alten, auf den Christen, auf den Zeus, 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 auf den Zeus,